Ich weiß, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, vielleicht ist da das Alter auch hilfreich, wenn ich miterlebt habe, wie wir Demokratie lernen mussten. Demokratie wurde uns im westlichen Teil Deutschlands von den Siegermächten verordnet. Und deswegen kann ich zum Beispiel ganz gut begreifen, dass etwas, worauf man stolz sein könnte, wir befinden uns in den Räumen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Das ist ein Geschenk der englischen Besatzungsmacht. Die haben uns dazu gebracht, nach der Größe des BBC unsere rundfunk- und Fernsehanstalten zu ordnen. Dann kamen die Privaten dazu, das ist dann mittlerweile und leider eben auch die Anpassung der öffentlich-rechtlichen Anstaltungen an die Praxis der Privaten, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe das durch die Jahrzehnte erlebt, wie wir Demokratie lernen mussten und wie sich die Demokratie doch auch gefestigt hat und wie die soziale Marktwirtschaft von allen Parteien, mal aus dieser, mal aus jener Sicht, doch gehalten, bewahrt wurde und wie man das leichtfertig aufgegeben hat. Der Prozess beschleunigte sich im Grunde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Satellitenstaaten. Vorher war man im Westen trotz des Kalten Krieges oder begründet auch durch den Kalten Krieg der Konkurrenz die Stirne zu bieten. Also man musste auch sicher, was Deutschland betrifft, im Rückblick auf die Missstände der Weimarer Republik, ist das gemacht worden mit der sozialen Marktwirtschaft. Sie war erfolgreich. Und das fing dann in Amerika mit Reagan an und dann Thatcher in England. Und bei uns sofort nach 1991 schon die Treuhand gehandhabt wurde, ist ein Zeichen davon, wie der Kapitalismus auf Praxis des Menschen ist, der Kapitalismus zurückgriff und diese Ellbogenmentalität durchzusetzen begann. Und das hat sich fortgesetzt. Und das führt natürlich dazu, dass eine Demokratie, die per se nie ein fester Besitz ist, also die eigentlich nur bestehen kann, wenn möglichst viele Bürger sie mittragen, führt dazu, dass sich Bürger abwenden, dass die Brüche, die Risse in der Fassade deutlich werden, wenn man sie wahrnehmen will, kann man sie sehen. Und das führt mich auch zu dieser Warnung.